Vielen Dank. Da ja der Kollege Schlede leider keine Zwischenfragen zugelassen hat, muss ich es dann so machen. Also Sie unterstellen jetzt gerade oder Sie haben gerade den Bezirken unterstellt, dass Sie schuld daran sind, dass der Senat Zahlen aus 2012 und 2013 als Grundlage einer angeblich zukunftsweisenden Schulentwicklungsplanung benutzt. Das können Sie mir gerne mal erklären, woran da die Bezirke schuld sind, weil die haben nämlich konkretere Zahlen. Die will aber offensichtlich niemand benutzen. Und Sie haben es angeboten, genau mit dem Senat zusammen eine Überarbeitung zu diskutieren. Das hat der Senat nicht getan. Daraufhin hat der RDB Ende Juli zur Kenntnis genommen, dass dem Senat die Ablehnung und die entsprechenden, Herr Dr. Schneider, Sie können ja vielleicht dann auch noch reden, aber später vielleicht. Ist er ja nicht, na denn. So, also das wäre mal der erste Punkt. Der zweite, sagen Sie mal, wo haben Sie denn die Zahlen her? Das wird ja jetzt ganz spannend. Sie wissen schon, was für Sie war in 2016 und 2017 eingesetzt wird? Alle Achtung. Also ich weiß ja nicht, ob der Senat das schon weiß. Wenn nicht, dann mal mit Herrn Schlede konferieren. Vielleicht können Sie uns ja mal Ihre geheimen Quellen hier noch erklären. Zum anderen auch wieder Bezirke-Bashing. Muss ich einfach mal zurückweisen. Die Bezirke haben eine Personalausstattung, die so runtergefahren wurde, dass sie die, obwohl wir viel mehr Mittel hatten in den letzten Jahren und die den Bezirken dafür hätten geben können, eben die Aufgaben gar nicht mehr erfüllen können, die sie gerne erfüllen würden. Und auch hier sind die Bezirke natürlich schuld, Ihrer Meinung nach. Also das würde ich mir auch gerne mal noch erklären lassen. Mal abgesehen davon, dass Sie eben in Ihrer Rede ganz zum Schluss mal so aus dem allgemeinen Tagesgeschehen plaudernd noch alles durcheinander vermischt haben, was nur ging. Also über die Schulsanierung und den Schulneubau werden wir hier in Bälde sicherlich wieder reden, weil, daraus haben Sie jetzt zitiert, wir gerade eine Anhörung, die haben übrigens wir durchgesetzt, die Opposition, ne, dazu hatten. Und durchaus, SPD-Schützenhilfe, und durchaus werden wir hier Veränderungen brauchen. Und wenn wir nochmal zu dem, also was ja die Schulen durchaus auch gut ausgestattet sind, möchte ich Ihnen bloß nochmal sagen, gegenwärtig werden beispielsweise Willkommensklassen überhaupt nicht in die Zügigkeit von Schulen einberechnet. Das ist bloß ein Punkt, da könnte ich jetzt noch lange drüber referieren, bitte aber nicht, leider ist ja Ihre meine Redezeit läuft ab. Dankeschön. Kollege Schlede, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Und ich sehe, davon machen Sie Gebrauch. Jetzt spricht der Kollege Schlede. Und die Kollegin Bayram hört aufmerksam zu. Kollegin Bayram, ich erfülle doch sofort Ihren Wunsch. Der hat mir nichts geflüstert, der hat mir nur aufgeschrieben, was sozusagen die Grundlage für meine Aussage ist, nämlich die rote Nummer 2441, Seite 6, erster Absatz, 100 Millionen SIVA-Mitteln. Davon 65 allein für Schule, bisher 65 allein. Also was wollen Sie? Sie brauchen doch nur nachzusehen, verehrte Kollegin Remlinger auch. Also diese Frage ist soweit erstmal geklärt. Die nächste Frage, die Sie angesprochen haben, wissen Sie, ich... Lassen Sie netterweise den Kollegen Schlede. Ach, die können ja noch ein bisschen ruhig, die können doch ruhig noch ein bisschen durcheinander reden, dann verstehen Sie wenigstens nicht. Was ist denn hier so abwegig, Frau Kittler, wenn ich nicht nur über die Schülerzahlen spekuliere, sondern auch um die notwendige Raumversorgung? Das ist ja doch zentraler einer Planung. Die Zahlen zu wissen, aber nicht zu wissen, wie ich sie unterbringe, ist doch geradezu absurd. Also muss ich automatisch das Thema Schulentwicklung mit der Frage von Schulbau und Erweiterung verbinden. Das liegt doch im Kern der Sache, ist doch völlig normal. So, dann die Frage, die ich hier angeblich durcheinander bringe. Die Bedarfsanalyse ist doch mit den Bezirken zurzeit im Gange seit dem letzten Sommer, und zwar nach abgesprochenen Kriterien. Da sind doch die Bezirke mit im Boot. Das geht ja nur darum, dass die Bezirke auch endlich das liefern, was von ihnen gemeinsam besprochen erwartet wird. Das ist doch nicht ein Bashing. Nett, dass Sie auch diese Version mit reinbringen, ein Bezirke-Bashing. Das ist einfach eine notwendige Verpflichtung, die den Bezirken obliegt, wenn in ihrem Sinne gehandelt werden soll. Das wird doch andererseits an den Senat auch gerichtet. Bitte helft uns in dieser Richtung. Finanziell haben wir es ja getan.
aber noch nicht ausreichend personell umgesetzt. Und da mache ich übrigens den Bezirken gar keinen Vorwurf, Frau Kittler. Ich muss natürlich auch dezent darauf hinweisen, wer hat denn Rot-Rot über Jahre? Übrigens ganz zu Recht im Sinne, zeigen Sie doch nicht mit Fingern auf Leute, auch im Sinne einer Haushaltskonsolidierung notwendig, aber den Bezirken hat man, glaube ich, ein bisschen zu viel zugemutet. Das wissen wir mittlerweile wohl alle. Und dieses wieder aufzulösen, ist sehr viel schwieriger. Und ich habe Ihnen die Konkurrenzsituation genannt, die es noch schwieriger macht, als wir uns das vorstellen können. Also ich meinerseits stelle fest, wir haben eine Bedarfsanalyse unterwegs, wir haben eine Langfristplanung, die von 2030 mindestens 60.000 Schülern ausgeht. Die ist sehr, sehr vage, weil die Willkommensklassen nicht einbezogen sind. Und dann, verehrte Frau Kittler, da überfordern Sie den Senat ein bisschen, kann der nämlich nicht wissen, Sie auch nicht, welche Klassenstufen denn davon betroffen sind, wie viel Zügigkeit davon ausgeht. Das ist überhaupt gar nicht machbar. Sie können eventuell die Anzahl der Willkommensklassen durchmischt festsetzen, aber die Zügigkeit über die verschiedenen Klassenstufen können Sie mit Sicherheit daraus nicht eruieren. Weil das noch innerhalb eines Halbjahres sehr stark fluktuiert mit den Schülerinnen und Schülern in der Willkommensklasse und weil sie auch auf unterschiedliche Klassenstufen übergehen, die bisher im Schulsystem noch ohne wesentliche Heraussetzung der Frequenzen in den Richtfrequenzen in den Klassen untergebracht werden können. Schönen Dank. Auch.